hätte jetzt hier einmal von Fabri, also die Grenadine. Und es gibt alternativ hier sogar nochmal einen Granatapfel. Und da würde ich auch gern beide mal kurz anschauen. Schöner Rotton hier auch. Und hier die Pommgranate, also den Granatapfel. Merken, dass das rechte ist. Also generell vom Rotton finde ich es ganz cool. Hier ein bisschen fruchtiger, hier kommt es ein bisschen himbeeriger rüber an der Stelle. So, schaut gut aus. Sunrise-Effekt eben haben. Und jetzt in dem Fall bei beiden eigentlich recht gut. Probieren hier. Also süß ist dann auch da. Vielleicht auch nochmal vom Geschmack her. Hat schon auch wirklich was von einem Granatapfel. Mehr intensiver. Also wir sind hier ein bisschen mehr auf der himbeerigen Schiene eigentlich. In dem Fall. Hält sich schön, sieht eigentlich auch ganz cool aus, muss ich gestehen. Also ist auf jeden Fall eine ganz gute Alternative für ein Tequila Sunrise. Also finde ich völlig okay.